Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind mal wieder vor Kakariko und gehen zur großen Fee, um unsere Rüstung verstärken zu lassen. Und ganz abgesehen davon können wir auch noch unser letztes Stück Ausdauer holen, um endlich drei volle Ausdauercontainer zu haben. Oh, die Feen sind wieder da. Na, Mist. Ich war ein bisschen zu schnell unterwegs. Sicherheitshalber, gib mir mal kurz einen... Lass mich ein Ninja sein. Niemand sieht mich. Keine Fee der Welt sieht mich kommen. Fee. Um das Game Over zu vermeiden, fangen wir uns Feen. Fee, komm zu mir. Meine Fee. Schleich, schleich. So. Und dann nix mehr. Puh. Hi. Ach, du bist es. Sei gegrüßt. Soll ich deine Kleidung verstärken? Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung bis zum Maximum zu verstärken. Ja, mach mal. Was soll ich denn verstärken? Den Hylia-Helm? Die Hylia-Rüst... Also auf jeden Fall die Hylia-Rüstung. Deine Hylia-Rüstung also, ja bitte. Und los. Ja. Damit wir das schon mal geregelt haben. Hylia-Rüstung auf 18 hoch. Und fertig. Soll ich noch andere Kleidung für dich verstärken? Ja, verstärken bitte. Jetzt können wir entweder den Helm oder den Beinschutz auf das Maximum hochbringen. Von 18 auf lockere 28. Ja, das ist mal eine Verstärkung, würde ich sagen. Oder die Rüstung selbst. Oder wir können die Rüstung selbst auf 28 hochbringen. Ich würde sagen, bring mal den Helm auf die 28 hoch. Dein Hylia-Helm? Gerne, bist du auch ganz sicher? Ja, bitte. Und los. Tu's nie wieder. Tu's nie wieder. Und Lang ist wieder gestorben. Hylia-Helm auf 28 hoch. Ein Helm für Frontsoldaten aus äußerst robustem Metall. Die Macht der großen Pferde die Abwehr bis zum Maximum erhöht. Und fertig. Die noch andere kleinen verstärken? Ja, schau mal. Was wir noch verstärken können. Trodonit-Stirnband. Die Orni-Hose konnten wir noch verstärken. Ja, die habe ich mir vergessen zu verstärken beim letzten Mal. Mach mal. Und los. Rupp. Orni-Hose. Hoch auf ganze 5 Verteidigungen. Yay. Und fertig. Ja, mach mal, was wir noch können. Ja, die Hylia-Kapuze. Die kann man noch eine Stufe verstärkt werden. Und los. Jupp, Hylia-Kapuze, zur 8 Verteidigung. Und fertig. So, sonst noch was? Ein Zora-Beinschutz können wir jetzt verstärken lassen, den wir neu gekriegt haben. Exalfas Hörner haben wir in rauen Mengen. Und dun-dun-dun-dun-dun. Schwimmtempo noch ein bisschen. Na gut, das wird dadurch nicht verbessert, aber zumindest unsere Verteidigung. Ornihose können wir nochmal verbessern mit rotes Schleimgelee und Blutkraut. Also mach das mal. Noch ein bisschen mehr Kälteschutz. Dun, 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 dun. Und fertig. Was haben wir hier? Schleichling und Schleichschnecke. Ja, dann kannst du die Ninja-Maske nochmal besser machen. Und los. Mach das weg. Ninja-Maske von 6 auf ganze 9 hoch. Und fertig. Und können wir auch die letzte Stufe? Ne, für die letzte Stufe fehlen uns 10 Schleichforellen. Wir haben keine einzige, okay. Dann geht's von 9 auf 16 hoch. Hier brauchen wir Glutlinge für, also die Ornihose können wir nochmal verstärken, warum nicht? Ja, mach mal. Ornihose besser machen. Und los! Tod und Verderben. Von 8 auf 12 hoch und fertig. Boah, so viel dann dazu, ne? Farodras Hornsplitter haben wir 0. Das kann man vergessen mit dem Reckengewand. Soweit so gut. Jetzt haben wir ein 20er Hylia-Gewand. Du gehst schon? Bin ich wohl wieder allein. Bis später. Was auch immer du sagst. Wir müssen noch mehr Leunen jagen, um noch eine Rüstung verstärken zu können. Ja, das heißt aber, wir können jetzt ein 28er Helm und eine 20er Rüstung und... Ne, was haben wir für, und eine 18er Hose ausrüsten. Das ist momentan unsere beste Kombination.
Theoretisch könnte ich auch die Hylia-Rüstung nehmen, die hat allerdings zwei weniger, passt aber dafür besser insgesamt ins Bild, weil es das komplette Set ist. Wenn wir als Ritter lang rumlaufen. Sir Lancelot. Ja. Ne? Ich laufe im Kreis, merke ich. Dann gehen wir mal runter zu der Dingsterbumster. Zum Kakariko-Dorf. Ist hier vorne eigentlich noch was? Ist irgendwie so ein kleines Wegchen. Kakariko. Ups, mein Ausdauer ist weg. Dum, 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 dum. Oh. Check. Wir brauchen den Schatzball von Impa. Ja. Gut. Ich weiß immer noch nicht, wie man den kriegt. Die sagt mir immer noch, nee, darf's nicht haben. Meins? Meins? Ich bin fest davon ausgegangen, damit kriegt man den Hylia-Schild, aber scheinbar nicht. Wo ist das Dorf? Da ist das Dorf. Auf zum Dorf! Auf zur Statue der Göttin! Und drop. Hallöchen, gib mir noch mal ein Stück Ausdauer, bitte. Das Zeichen der Bewährung, ja, ich erbitte noch mehr Ausdauer. Ein Ausdauercontainer, bitte. So sei es. So, damit sind wir voll mit Ausdauer. Ausdauercontainer, wertvoller Gegenstand, Prüfung und so weiter. Zack, sehr fein. Du strömst bereits über von Ausdauer. Es ist mir nicht möglich, dir weitere Ausdauercontainer zu gewähren. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Jo. Ausgemaxt. Hey, Kangas. Hier müsste es eigentlich einen Krog geben, oder? Hier gibt es doch bestimmt einen Krog, wenn ich hier alles mit Äpfeln fülle. Sehe ich das falsch? Wenn ich die Statuen hier fütter. Apfel rein. Apfel rein. Jep. Ui, du hast mich entdeckt. Krogsamen. Riecht etwas komisch. Tschüssi. Meins, 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 meins. Blöde Krogs. Hey Impa, hast du inzwischen Lust, mir deinen komischen Ball hier zu überlassen? Paya, oder gib du mir den? Link, wie geht es euch? Kann ich irgendwie behilflich sein? Gib mir mal dieses Juwel da. Dieses Juwel hat eure Neugier geweckt? Es ist die Aufgabe unseres Stammes, es zu beschützen. Dem vom Juwel Auserwählten wird der Segen der Alten gewährt. Diesen Leitsatz gibt bei uns jede Mutter an ihre Tochter weiter, zusammen mit dem Juwel selbst. Es ist sozusagen unser Familienschatz. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Dem vom Juwel Auserwählten könnte das vielleicht... Wenn ich euch irgendwie dienlich sein kann, zögert nicht, an mich heranzutreten. Dieses Dorf. Ja, ja, kennen wir alles schon. Wir haben all diese Dialoge von ihr schon mal gehört. Leider gibt sie uns immer noch nicht Zutritt zum Juwel oder so. Kultura, die große Fee? Ja, wir wissen, wo Kultura ist. Wir waren gerade eben noch da. Wir kommen gerade von Kultura. Nichts, danke. Gib mir mal deinen blöden Stein da vorne. Ganons Macht wurde geschwächt, aber wir wissen nicht, wie lange die Prinzessin noch gegen ihn anzukommen vermag. Die Prinzessin, bitte kümmere dich um Zelda. Bis später. Auch jetzt, da wir den Schutz der Titanen auf unserer Seite wissen, ist Ganon von einer mächtigen Kraft geschützt. Du sollst mit Bedacht voranschreiten. Gib mir dein blödes Juwel hier vorne. Das ist meins. Ich annektiere es. Jetzt auf der Stelle. Dieses Juwel bewahrt unser Stamm seit Generationen. Nicht einmal du darfst es einfach so berühren. Stasis-Modul vielleicht? Oh. Stasis wirkt drauf, aber ich kann nicht draufschlagen. Wie fies ist das denn? Magnetisch auch nicht, ne? Bombe wird das Ding wahrscheinlich auch nicht wegmachen. Hey, Bayer. Ich muss da mal durch. Ha. Ha. Hängt da zwar ein bisschen ungünstig, aber... Die Link! La Lang. Ha. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man da dran kommt. Öffnen! Okay. Dann. Nächster Punkt auf der Tagesordnung.
Seit einer Dreiviertel-Ewigkeit wollte ich hier hoch zum Shimoitose-Schrein und in den Norden der Berge von Aldin einmal reinflitzen, um mich da mal ein bisschen umzusehen. Abflug. Wenn du an einem angehaltenen Objekt Schläge versetzt, staut sich darin Bewegungsenergie an, außer es ist ein Orb, den du nicht in die Hand nehmen sollst. In diesem Falle kannst du zwar Stasis drauf wirken, aber es wird keinen Effekt haben, wenn du draufschlägst. Und dementsprechend kann sich die Energie dann auch nicht entladen. Probleme. Nächster Tipp. Je nach Ort und Zeit verändert sich die Umgebungstemperatur. Du solltest immer auf bla 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 die entsprechende Anzeige achten. Ja. Wie zum Beispiel hier, weil hier ist jetzt wieder Brandgefahr angesagt. Zack. Dreimal wechseln. Antifeuerrüstung, Antifeuerhose. Den Antifeuerhelm haben wir, glaube ich, nicht. Aber wir haben immerhin einen 28er Hylia-Helm auf dem Kopf, der uns trotzdem sehr viel Verteidigung bringt. Was eine schöne Sache ist, muss ich sagen. Ja, dann setzen wir mal ein paar Punkte. Da würde ich gerne einfach mal hin. Hier waren wir generell nicht in der Richtung. Da würde ich gerne mal hin. Haben wir noch. Das Gebiet da finde ich nicht so geil. Da müssen wir nicht unbedingt hin. Ja, also die drei Punkte würde ich gerne erstmal untersuchen gehen. Ach, die Viecher. Und die Viecher. Hey, guck mal. Edelgeflügel. Wow, nicht gegrillt. Was ist denn hier los? Ich hab's geschafft, das ungegrillt zu kriegen. Muss ich da rüber? Zu meinem. Ja, ich muss darüber. Okay. Ja! Revali Power. Dann werden wir uns hier ein bisschen durch die Berge manövrieren. Da vorne ist irgendwas. Wir schauen uns mal an, was da vorne genau ist. Vielleicht ist es irgendwelches Zeug zum Abbauen. Für den Fall eines Falles werde ich auf jeden Fall schon mal unseren Hammer nehmen. Hallo, Mr. Hammer. Willkommen im Auswahlmenü. Lalala. Und nix wie rauf da. Jupp, da hätten wir. Zack, ein paar Leuchtsteine. Immerhin. Leuchtsteine sind immer schön. Kann man immer gut gebrauchen. Außerdem Feuerexalfos. Können wir unterwegs auch töten. Wir nehmen mal das Muschelgroßschwert dafür. Nee, den wollte ich nicht. Das wollte ich. Du hängst aber schön. Vielleicht sollte ich dich nicht unbedingt in diese Richtung schlagen. Könnte schlecht für deine Gesundheit enden. Trio Exile-Bumerang, nice. Außerdem der typische Exile-Force-Loot, das wir so kriegen. Ich hoffe, hier gibt es noch irgendwo mehrere Stellen, wo wir abbauen können. Das wäre nett. Der ein oder andere Krog. Wäre jetzt auch nichts, worüber ich mich beschweren würde. Mach da unten Tanzer. Bam! Das macht doch mal Schaden. Und noch ein Trio Exalbumerang. Und noch ein Stahl-Exalschild. Ich hab seine Waffe einfach nicht aufgehört. Ich glaub's doch nicht. Flieg mal irgendwo in die Richtung. Nee, in die Richtung. Okay, ist tot. Meins. Habe ich Waffen, die ich dafür abwerfen möchte? Masterschwert bestimmt nicht. Die Eislanze hier wird irgendwie nie benutzt. Ich nehme lieber ein Trio-Exal-Bumerang rein, die Dinger sind nützlich. Was mit dem Stahl-Exal-Schild? Können wir uns gegen unseren aktuellen Stahl-Exal-Schild tauschen? Gut, kleine Tauschgeschäfte. Bereichern das Leben. Oder so. Was ist das hier Feines? Da kann man noch ein bisschen hämmern. Oh ja! Leuchtstein! Und Leuchtstein! Könnten ruhig ein paar wertvollere Sachen hier sein als einfach nur Leuchtsteine.
Ich fänd's gut. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Ist gut zu wissen, Mifa. Was ist das hier für ein Kram? Salz, Salz, Feuerstein, Feuerspucker. Ah, hab mich doch erwischt. Ich dachte, ich komme rechtzeitig weg. Ich kam es nicht. Außerdem ist Revali auf Cooldown. Der ist ja doof. Zum Glück können wir gut klettern, weil wir volle Ausdauer haben. Trotzdem kommen wir hier nicht komplett hoch, wenn ich jetzt weiterspringe. Hopp, so. Das Aufladen dauert dafür jetzt auch entsprechend lange. Wenn wir alle Leisten wieder kriegen wollen. Steinsalz, Bernstein. Steinsalz. Her damit. Ah, Topaz, Feuerstein. Das sieht schon ein bisschen besser aus hier. Bessere Dinge abzubauen. Das ist ziemlich eindeutig hier. Wo ist der Stein? Wo ist der Stein? Ein Stein, bitte. Ich sollte vielleicht einfach mit Stasis suchen. Das sollte die Suche eigentlich deutlich erleichtern. Wo ist er? Wo ist er? Irgendwo muss er sich verstecken. Vielleicht ist er auch hier oben drauf. Lop. Ab nach oben. Steine. Steine, hallo? Muss irgendwo ein Stein sein. Da ist der Stein. Wunderbar, Stein gefunden. Und Stein ablegen. Bonk. Mein Stein. So, rein Stein. Bam, 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 bam. Ui, wir haben ihn entdeckt. Ja, Krogsamen. Tschüssi. 5. Immer mehr von den Dingern. Oh, soweit so gut. Können uns noch ein bisschen weiter hier um den Vulkan rumschlängeln. Da ist noch ein Xalfos, auch süß. Wenn ich eine ordentliche Waffe mitbringen würde. Ups, apropos ordentliche Waffe. Ich sollte eine ordentliche Waffe mit in den Kampf bringen. Zum Beispiel das Muschin Großschwert. Tot. Meins, 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 meins. Bevor es alles wieder verschwindet. Wie die Lava drüber fliegen, ist eine lustige Geschichte hier. So, jetzt können wir hier hochkraxeln. Ah ja, da haben wir noch wieder was abzubauen. Immer her mit den Mineralien. Immer her mit dem zusätzlichen Geld. Ja. Bernstein und Schneisalz. Saphir und Topaz. Sehr gut. Alles Dinge, die ich gerne mitnehme. Gerne, gerne, gerne mitnehme. Hüpf, hopp, hüpf, hopp. So langsam müsste man hier mal stehen können. Oh, so weit, so gut. Und immer weiter in Richtung des rot markierten Dingens. Sind wir jetzt langsam in dem Gebiet, wo wir den Titan gejagt haben? Nee, da sind wir an der falschen Seite des Berges. Hier ist nicht die Stelle, wo wir Vamedo gejagt haben, oder? Nee. Wie ist er hier nochmal? Varudania? Warte, hier Varudania? Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Mit der lustigen Stealth-Mission jedenfalls. Hey, Revali ist wieder da. Das ist gut. Ich habe so das Gefühl, den kann man hier sehr gut gebrauchen in dem Gebiet. Halt! Ich sehe da einen Schrein. Mhm. Wollen wir da hin? Schätze schon, ne? Na komm. Auf geht's! Tyrannimo! Jetzt sehen wir hier unterwegs noch irgendwas. Irgendwas Sinnvolles. Sieht aber nicht so aus. Sieht alles weniger sinnvoll aus, was wir unterwegs so sehen. Hm. Schick. Schrein in der Nähe. Nein, wirklich. Hab ich ja gar nicht bemerkt. Generell haben wir hier ein schönes offenes Gebiet. Mit Windströmung. Also kommt man so oder so hier hoch. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Vorne ist ein Schrein, den wir schon haben? Wo sind wir denn?
Ach, dieser Totenkopfteich da vorne. Ah. Okay. Ja, jetzt holen wir uns erstmal den Schrein hier vorne. Whee! Und Aufwind. Außerdem auffällige Steine. Kann ich euch hochheben? Nein. Guachito-Schrein. Gesundheit. Moment, liegt der Stein hier nicht anders als die anderen Steine? Was ist das nicht? Das ist doch bestimmt was wir machen müssen, oder nicht? Ah, okay, war nicht ganz im richtigen Gebiet. Hi. Ui, du hast mich entdeckt! Krogsam, diesen kleinen Samen hat dir ein Krog geschenkt. Ui. Tschüssi. Tschüss. Doch, machen wir mal den Schrein. Huch. Bei meinem Bizeps! Man muss es sich verdienen, auf dieser Plattform stehen zu dürfen, also runter mit dir! Für dieses Privileg musst du meine Brüder und mich beeindrucken! Was? Schreinquest, wie es aussieht. Bucket. Und beugen und schrecken! Geht doch nichts über steinharte Muckis! Das hier ist der Grongarten für die Harten und solche, die es werden wollen! Hier trennen sich die Kiese von den Felsen. Geh aus dem Weg, Mann. Ich bewege keinen Muskel. Dann hau ich dich mit meinem Masterschwert durch. Auf dieser Plattform ist nur Platz für ganze Kerle, die von meinen Brüdern und mir für würdig befunden wurden. Wo sind überhaupt deine Brüder? Deine imaginären Brüder, oder was? Außerdem macht mein kleiner Bruder gerade seine Übung. Zugegeben, du scheinst nicht ohne zu sein. Aber ohne Fleiß kein Preis. Ich sag dir was, wenn du mit uns mithalten kannst, geh ich dir aus dem Weg. Ja, aber locker. Das wollte ich hören. Wir machen aus dir eine Muckimaschine. Ich erklär dir mal, wie es funktioniert. Das ist eigentlich ganz einfach. Du musst innerhalb des Zeitlimits vom Fuß der Klippe bis ganz nach oben klettern. Das sollte kein Problem sein mit unserer Ausdauer und Rivali. Aber das allein wäre ja lächerlich. Du musst außerdem noch Rubine sammeln. Schaffst du es, im Zeitlimit hinaufzuklettern und eine bestimmte Anzahl Rubine zu sammeln, hast du bestanden. Aber wenn dir die Zeit ausgeht oder du auf halbem Weg aufgibst, musst du alles zurückgeben. Du wirst an deine körperlichen und geistigen Grenzen stoßen, das kann ich dir versprechen. Also dann, erklimm die Klippen! Okay. Schreine, die Schneidklippen. Oh, noch etwas, ein Versuch kostet 20 Rubine. Kannst du das finanziell stemmen? Ach ja, dann pass mal auf. Muss beim Klettern 100 Rubine sammeln, ein Klacks für einen harten Kerl. Hast du im Ziel zu wenig Rubine, war die ganze Kletterei umsonst. Auch wenn du es innerhalb des Zeitlimits geschafft hast. Also dann, erklimm die Klippen! Los! Na, das wird ja lustig. Naja, wie gesagt, mit unserer Ausdauerleiste sollte das theoretisch kein Problem sein. 2, 1, go! Oh, grüne Rubine. Doch so viel wert, was wir hier kriegen. Hüpf, hüpf, hüpf. Regenerieren. Nimmst du den bitte? Hallo, Lang. Dankeschön. Die Zeit, die wir durchs Springen gewinnen, verlieren wir, indem wir sinnlos vor Rubinen stehen und uns nicht bewegen. Ah, da ist ein blauer, das ist sehr gut. Rote wären noch viel besser. Hüpf. Und noch höher. Und noch höher. Das ist die nächste Plattform, auf die wir drauf können. Hüpf. Ah. Da ist ein blauer Rubin da oben. Immer her damit. Oh, roter Rubin. Roter Rubin. Roter Rubin. Meiner. Okay. Hüpf. 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 Okay. Blauer Rubin. Hopp. Hopp. Blauer Rubin. Hopp. Roter Rubin. Komm her. Oh, noch 1,40. Ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit. Hüpf. Hopp. Okay, und das ist der letzte, den wir brauchen, glaube ich. Jetzt können wir so eine spaßenshalber Rubine hier vorne sammeln. Hüpf. Hopp. Hüpf. 23. Aber noch einen, wir haben noch über eine Minute übrig, also überhaupt kein Ding hier hochzukommen. Zack. Noch einer. Hier oben noch was. Sieht nicht so aus. Also geschafft. Geschafft! Ausgezeichnet! Reife Leistung. Und wie viele Rubine hast du unterwegs mitgenommen? 133 Rubine! Unglaublich! Du hast deinen überragenden Schneid unter Beweis gestellt. Nun bist du unser vierter Bruder. Wo sind die anderen zwei?
Damit hast du das Recht, auf dieser Plattform zu stehen. Schließlich bist du erst unser Bruder, Bruder. Und als unser Bruder ist es dein Recht, dich jederzeit an den Schneidklippen zu messen. Hier erwartet sogar eine noch härtere Prüfung. Sag Bescheid, wenn du es versuchen möchtest, Bruder. Ja, sollte kein Problem sein mit unserer Ausdauer, oder? Schneidklippen, geschafft. Aber jetzt können wir, glaube ich, erstmal den Schrein hier machen. Mein Schrein. Guachito-Schrein. Gesundheit. Das ist bestimmt ein Segenschrein. Da er schon davor stand. Nachts sind besonders viele Monster aktiv. Wenn du wenige Herzen hast und so, solltest du an einem Lagerfeuer den nächsten Morgen abwarten. Ja, klingt sinnvoll. Jupp, Segenschrein. Guachitos Segen. Schauen wir mal, was in der Kiste hier drin ist. Es ist ein Eisgroßschwert. Immerhin. Mit Haltbarkeit +++. Das ist eine schöne Sache zumindest. Will ich dann wegwerfen? Masterschwert. Das alte Eisgroßschwert. Ohne Haltbarkeit +++. Tun wir das weg. Hey, guck mal. Ein neues Eisgroßschwert. Mit Haltbarkeit +++. So, und dann schnappen wir uns ein Zeichen der Bewährung. Bumm. Wunderbar. Prüfung gemeistert. Zeichen der Bewährung. Erhalte. Damit sind wir wieder auf einem. Skip. Feuerschleime explodieren, nachdem sie besiegt wurden. Ein geschickter Treffer schaltet mehrere Gegner auf einmal aus. Hui. Dinge passieren. Blitzschlag. Blitze werden von Metall angezogen. Spätestens wenn es donnern hört, solltest du metallene Ausrüstung ablegen. Klingt sinnvoll. Zielerfassung. Drücke in der Nähe von Monstern oder Person ZL, um sie anzuvisieren. Boah. Ich würde sagen, jetzt springen wir die Schneidklippen erstmal runter und gucken mal, wo eigentlich... Ach so, Moment. Wo eigentlich seine Brüder sind, gucken wir später. Und beugen und strecken. Respekt. Du hast gezeigt, dass du ordentlich Muckis hast. Du bist einer von uns, Bruder. Aber das darf dir nicht reichen. Du musst jeden Tag an dir arbeiten. Und da habe ich genau das Richtige. Extrem Klippenklettern. Willst du gleich loslegen? Ja, komm, ich hab den Schneid. Starke Antwort. Wenn wir mit dir durch sind, stehen deine Muckis in Flammen. Das Klippenklettern hast du schon gemeistert. Wo wäre denn da die Herausforderung? Nee, ich empfehle dir unsere härteste Herausforderung. Das Extrem-Klippenklettern. Welches Klippenklettern darf sein, Bruder? Ja, mach mal extrem. Extrem-Klippenklettern kostet pro Versuch 100 Rubine. Ja, dann mach mal. Also beim Klettern, du musst beim Klettern 300 Rubine sammeln. Lass deine Muskeln spielen. Hast du im Ziel zu wenig Rubine, war die Kletterei umsonst. Auch wenn du es innerhalb des Zeitlimits geschafft hast. Also dann, erklimm die Klippen. Los. Ja, komm. Schaffen wir schon irgendwie. Düb, düb, düb. Oh, muss ich aber weit hoch. Ist ja wirklich extrem Klippenklettern hier. Regenerieren. Hopp. Hopp. Und hopp. Und hopp. Ich hoffe, hier gibt es auch irgendwo violette Rubine, ansonsten könnte das ziemlich schwierig werden. Hier genügend zu sammeln. Da ist noch ein roter. Bringen, sonst geht die Ausdauer nachher noch auf Null. Nein! Ach, lang. Ernst? Ja, gut. Ich glaube, das können wir total vergessen. Nein, nicht festhalten, Mann. Ich glaube, das wird uns gerade diese Runde komplett gekostet haben. Ach, weil er von dieser blöden Kante abrutschen muss, ey. Da ist er natürlich sofortiger Tod. Da können wir auch hinter uns lassen. Ist jetzt nicht so wichtig. Da fällt mir ein, um das hier zu machen, wäre es vielleicht gar nicht so doof, unsere Kletterausrüstung auszurüsten, was? Immerhin geht es ja um Zeit. Leider haben wir nur zwei der Kletterausrüstungsteile. Unsere Ausdauer wird nicht reichen, um da nach ganz oben hinzukommen. Da ist aber ein silberner. Ich da noch hinkommen. Komm schon. Ah. Wunderbar. Wunderbar lang. Du musst jetzt bitte mal aufhören, hier abzurutschen. Das geht ja nicht, ey. Mach mal Revali. Extrem Klimmklettern! Wo ist der silberne Rubin, den ich gerade eben gesehen habe? Da oben ist er. Stehen, sieht nicht so aus. Aber selbst wenn, das schaffen wir eh nicht.
Ring. Wir haben nur noch knapp eine Minute und wir brauchen noch 120. Das heißt, ich brauche noch einen roten und einen weiteren silbernen. Um hier was reißen zu können. Wenn hier nicht zufällig ein silberner drauf ist, ne, das ist nur ein grüner. Das hilft nicht. Hilft das nicht, tut es nicht. Ist ja auf dem Weg nach oben irgendwo noch ein silberner. Nö. Und hier sind wir schon oben, ne? Jo. Ich kann. Hallo, machst du mal bitte das Parasegel auf? Bekloppt? Boah, hier funktioniert ja echt gar nichts gerade. Nee. Aber. Nee, also, Tisch wird nix. Am besten Willen nicht. Da ist noch ein Silberner. Hey, was machst du denn? Die Zeit ist abgelaufen. Schade, schade, aber die Rubine kannst du leider nicht behalten. Das lief dieses Mal nicht so gut. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Ach, der holt mich gar nicht automatisch wieder hoch. Wie fies ist das denn? Der lässt mich einfach an der Wand hängen. Das ist ja mies. Na ja, gut, das versuchen wir nochmal. Steht der hier vorne? Zeig deinen Schneid und beugen und strecken. Komm, ich hab den Schneid. Extreme! Ja, los. Also dann, erklimm die Klippen, los! Da wir scheinbar alle Methoden nutzen dürfen, die uns zur Verfügung stehen, unter anderem auch Revali. Machen wir, glaube ich, dieses Mal einfach direkt so. Locker mitkriegen. Jetzt bitte nicht wieder runterfallen, lieber Lang. Ich nämlich echt. Die Steuerung an der Stelle dafür funktioniert einfach nicht richtig, weil die Kamera sich so doof dreht. Das ist bekloppt. So, jetzt ab nach oben. Das müsste erstmal hier der rote sein. Irgendwo da hinten muss jetzt noch der andere silberne sein. Vorne. Du bist hier noch ein roter, perfekt. So, dann klettern wir wieder dahin zurück. Hüpf, 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 hüpf. So, wunderbar. Sein, dass uns jetzt genau 3 Rubine fehlen, bevor wir oben ankommen. Wunderbar. Und dann lass ich aber fallen. Irgendwo müssen wir 3 Rubine herkriegen. Wie zum Beispiel den da. Und den da. Und den da. So, jetzt müssen wir nur noch nach oben kommen. Hallo? Ernsthaft, Lang? Dann will er den Paraglider einfach nicht aktivieren. Ich habe die ganze Zeit X gedrückt. Nein, Paraglider, sowas brauchen wir nicht. Paraglider sind überbewertet. Na gut, müsste aber in der 1 Minute trotzdem machbar sein, nach da oben hinzukommen, oder? Komm, kletter lang. Eine Leiste müsste ausreichen, um uns da vorne hinzubringen. Ich glaube, da schaffen wir sogar noch einen Sprung gleich. Ja, komm, machen wir einen Sprung. Zack, 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 zack. Ich habe leider keine Revalis mehr. Also ich darf mir jetzt hier keinen Fehler erlauben, wenn wir hier auf der Plattform landen. Sonst haben wir ein extremes Problem. So, dann noch voll regenerieren. Und jetzt ganz nach oben. Zack, zack, zack. So, geschafft. Hey, extrem Klippenklettern. Geschafft! Ausgezeichnet! Reife Leistung. Und wie viele Rubine hast du unterwegs mitgenommen? 300 Rubine! Ich brech zusammen! Absolut starke Leistung. Ich hab gleich in deinen Muckis gespürt, dass du es packen würdest. Mit deinem Schneid beim extrem Klippenklettern gebe ich dir einen Fittling! Willst du mich verarschen? Ein Fittling? Steigert vorübergehend deine Maximal. Du mich auch. Du kannst hier klettern, so oft du willst. Ich bin schon gespannt. Wow.
Also wir kriegen die Rubine und einen Fiddling. Wow, ist ja billig. Mann, 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 Mann. Ich habe gedacht, das Extremklippenklettern bringt uns jetzt irgendwas ganz, ganz Tolles. Aber das ist ja eher Schwachsinn. Ja, okay. Dann halt nicht, ne? So ein Topf. Da vorne sind seine Brüder, wie es aussieht. Hey, ein blauer Rubin. Hallo. Du bist großartig. Jetzt bist du mein Bruder, was? Ich werde dir nach einfach noch nicht mehr anstrengen. Wir kennen uns noch gar nicht, mein Freund. Das ist einer der beiden Brüder. Ist hier unten sonst noch irgendwas? Irgendwas abzubauen oder so? Ist auf jeden Fall eine heiße Quelle. Da vorne ist ein Lager. Nee, hab ich keine Lust drauf. Mag nicht. Sonst noch irgendwas abzubauen. Schleich. Was ist denn das hier? Ach, das ist ein Geron. Ich denke gerade, hä? Hier brennt die Luft, Bruder! Wenn du die Herausforderung meines Bruders gemeistert hast, dann musst du ja ziemlich was auf dem Kasten haben. Das war's. Okay. Wo wollte ich denn noch hin? Ich hatte noch einen Marker hier hinten hingesetzt. Dafür sollten wir... Wo sollten wir denn da am besten hin? Von hier aus dahin ist vielleicht eher schwierig. Ich glaube, da sollten wir am besten ins Tabanter Schneefeld und dann nach hier oben gehen. Von da aus dann weiterreisen. Aber vorher nochmal eben einmal einen Überblick hier vorne holen, ob hier nicht noch irgendwas ist. Sieht aber irgendwie nicht so danach aus. Da oben sehe ich noch irgendwas. Gucken wir mal einmal in die Berge hier rein. Ich meine, grundsätzlich haben wir den ganzen Gebirgspfad hier, glaube ich, auch noch nicht erkundet. Also kann man sich hier auch ein bisschen besser umgucken. Da brauchen wir mal eben eine Waffe, wie zum Beispiel ein Muschelgroßschwert. Hey. Ich habe dich gerade total in Stasis versetzt, Mann. Zack. Und hey, guck mal, ein Trio-Exal-Bumerang. Zack, 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 Zeug. Will ich den haben? Die übliche Frage. Sieht gerade nicht so danach aus. Aber den Hammer will ich gerade haben. Denn hier gibt's wieder was abzubauen. Zack. Leuchtstein, Leuchtstein, Leuchtstein. Zack. Leuchtstein, 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 Leuchtstein. Vielleicht finden wir jetzt zumindest eine lustige Aussicht, wenn wir hier nach ganz, ganz oben klettern. Hüpf, hopp. So, irgendwas an Tempeln oder so in Sichtweite. Sieht nicht so aus. Das ist der Todesberg. Was ist das da? Irgendwie ein Lager. Steht was Lustiges rum. Oh, müssen wir jetzt nicht unbedingt hin. Schön hier. So halb am Ende der Welt. Hier vorne scheint das Spiel aufzuhören. Nicht mehr von den Viechern. Ja. Scheint es recht viele von zu geben. Außerdem ganz, ganz viel Feuerschleim. Den ich jetzt aber gerade nicht so die Lust habe. Und Magma Rock oder so. Was bist du hier? Krogrätsel? Wo ist denn dein Konterpart? Nach da vorne. Einmal gut angucken. Anderer Part des Krogrätsels. Wo ist dein Fehler? Wo ist denn dein Fehler? Ich sehe es gerade schlecht. Nein, 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 nein. Naja, auch schön, aber bleib hier. Mensch. Ja, gut. Da kannst du stehen bleiben. Okay, müssen wir die einzelnen Stockwerke von dem Puzzle angucken.
Da steht einer vor. Da steht einer vor. Ist da noch einer oben drauf? Nee. Der Feuerdrache. Schön, dass du da bist. Der steht in beide Richtungen. Fehlt denn da einer? Bin ich blind? Scheinbar bin ich blind. Ich sehe es nicht. Da sind fünf. Ist das richtig? Nee, da fehlt einer. Okay, jetzt sehe ich's. Komm hoch. Levalis Sturm ist bereit. Komm her. Dankeschön. So, ein Stück. Noch ein Stück. Bum, 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 bum. Ui, wir haben ihn entdeckt. Ja, haha. Krogsamen. Tschüssi. Tschüssi. Dann Eisenhammer ist ausgerüstet. Holen wir uns mal den ganzen Kram, der hier um uns herum wächst. Wie Bernstein, Rhodonit, Saphir, alles. Leider kein Diamant bei. Trotzdem aber nicht schlecht. Und hier sind noch ganz viele weitere Vorkommen. Leuchtsteine. Leuchtsteine, Feuersteine, Luxusgeflügel, Edelgeflügel. Alles, was das Herz begehrt. Da ist noch mehr Leuchtstein, wie es aussieht. Hier bleiben. Nicht einfach runterkullern. Feuerstein nehme ich auch. Ganz viel Kram abzubauen. Am Ende der Welt hier. Da fliegt irgendein Feuerviech. Auf Nimmer Wiedersehen, Feuerviech. Was ist das da unten? Ist das einer von diesen komischen Walen, von denen mal die Rede war? Den wir als Nebenquest haben zu finden. Ist auf jeden Fall erstmal nochmal ganz viel abzubauen. Opal! Und. Bernstein! Und Steinsalz! Und. Bernstein, Bernstein! Sieht auf jeden Fall aus wie ein Wal. Gucken, ob es noch ein Wal ist. Außer wegteleportieren habe ich auch keine große Wahl, außer hier zu gehen. Feuerstein, Bernstein, Feuerstein. Topaz. Bernstein. Bernstein, Bernstein. So viel Kram. Mhm. Schön hier. Echt schön hier. Dann nehmen wir doch mal unseren Fotoapparat raus. Schauen wir mal. Yep, Vulkanwahlknochen. Speichern. Wunderbar. Hätten wir schon mal von einem so ein Ding ein Foto. Von einem so ein Wal, den wir finden sollen. Aber ich glaube, davon gab es irgendwie drei. Und das ist tatsächlich der erste, den wir gefunden haben. Die anderen Wahlknochen, von denen ich dachte, es wären Wahlknochen, waren keine Wahlknochen. Waren einfach nur irgendwelche Knochen. Andere Knochen. Wilde Knochen. Ich würde sagen, jetzt klettern wir mal eben auf den Felsen da oben, dann haben wir eine bessere Aussicht und dann war's das doch erstmal wieder. Gucken, ob hier noch ein Krog drauf ist oder so. Und ist auf jeden Fall eine ausgefallene Ausdauer drauf. Nö, ist kein Krog einfach so drauf. Okay, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir diesen Wal hier mal erkunden werden und mal anschauen werden, was an diesen anderen beiden Markierungen hier noch sein wird, die ich als interessante Gebiete angesehen habe. Bis dahin, see ya!